So, hallo und herzlich willkommen. Hier noch kurz Software zum Aufnehmen, ja. Zum Tutorial, es war gewünscht, mal zu zeigen von dem gleichen Abonnenten, der sich auch mal das Tipps und Tricks gewünscht hat. Da kommt übrigens bei Teil 2, wie stelle ich mich hin, dass man am besten abprallt und so weiter. Aber heute gibt es mal um den XVM. Ich versuche das heute noch rauszubringen, vielleicht kommt es auch morgen am Dienstag vorweg, das Let's Play, was, falls es am Dienstag ist, heute kommt, also Dienstag. Da gibt es zweimal morgen eine Überraschung, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder in diesem Let's Play. Ganz besonders zu Folge 10 habe ich nämlich ein neues Spielzeug mir endlich gekauft, nach so viel langer Zeit. Guckt sich auf jeden Fall an. Es war eine super Runde, ja. So, jetzt geht's aber zum XVM. Das Ganze macht man so, ich muss mal ganz gucken. Ja, das sieht noch weiter auf. Ich schiebe das mal kurz rüber auf den anderen Bildschirm. Befinden uns hier auf der Seite, wo ich das Ganze mache. Das habe ich hier über einen anderen YouTuber gefunden. Das Ganze ist wurde zusammengestellt von Diclovid. Link ist auch ab jetzt in der Beschreibung. Und hier bekomme ich meinen XVM Installer, ja, sozusagen. So, hier Update, frohe Ostern und so weiter. Da klickt man dann drauf, beziehungsweise man sucht hier ein bisschen und geht hier auf den Download. So. Dann ladet ihr euch das runter, da sind keine Viren dabei, das ist echt zuverlässig. Der ist auch selbst wirklich von dem kontrolliert, ja, hat 25.000 Abos, also keine Sorge. Also Leute, die World of Tanks auf YouTube gucken, dürften den auch locker kennen, ja. So, dann hat man, wenn man das Ganze runterlädt, wenn ich speichere mir das immer nämlich direkt hier bei Games, World of Tanks, ah nee, Quatsch, hier direkt bei Modifications ab, World of Tanks. Und hier haben wir jetzt noch das 8.11er drin, sehe ich gerade. Das ist ein Mega-Premium. Ich gucke gerade, ob ich es auf dem Desktop habe. Hab ich aber nicht. Na egal, machen wir es einfach mit dem 8.11er. Das ist eigentlich egal, sieht ja am Ende nämlich gleich aus. Ja. Alles auf Deutsch, ne? So, dann steht hier drin, was hier nochmal alles drin ist. Steht aber auch auf der Website. Dann wählt ihr hier den Ordner aus. Natürlich World of Tanks ist meistens schon vorgegeben. Und dann habt ihr jetzt hier die ganzen Dateien, die ihr auswählen könnt, was ihr haben wollt. Wir fangen einfach mal ganz kurz oben an. Das Farbschema, das kann man kennt, also wenn ihr Farben in seid, drückt ihr das, dann ist das alles statt rot. Also die Gegner sind dann zum Beispiel so violett bis blau. Weiß nicht, wie man diesen Farbton nennt. Automatischen Login aktivieren habe ich jetzt nicht gemacht. Weil ich nicht genau weiß, wie man dann, wenn man mal auf einen anderen Account zugreifen will, wie das geht. Ja. Ich spiele Statistiken. Das ist schon der XVM. Das habe ich immer an. Und farbige Punkte. Das finde ich generell besser als die Namen. Und ich nehme immer WN8. Allgemein, weil ich mich damit auskenne und mit WN6 habe ich mich einfach noch nicht beschäftigt. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was WN6 ist, dann guckt ihr einfach mal im Internet, ne? Google ist dein Freund. So, dann klickt ihr das an, dann habt ihr auch schon den XVM. Aber wie man das mit dem XVM gleich macht, das erkläre ich euch gleich noch. Zoom der Minimap durch Halten der Steuerungstaste. Das ist, wenn ich hier, immer die Map mal so groß mache im Spiel, das ist auch ein Mod. Könnt ihr besser pingen oder besser gucken. Hitlock neben der Uhr, das heißt, wie viel Schaden ihr bisher gemacht habt, wen ihr das getroffen habt. Lebensbalken XVM, das sind diese zwei Striche unter den Gegnern und eigenen Typen. Also ihr müsst die Let's Plays gucken von mir, um zu wissen, was ich damit meine. Gar keine Werbung oder so. So, Continue Icon Set. Das sind halt verschiedene, wie das dann aussieht hier bei den Namen, wenn man halt hier oben links und rechts die Namen hat. Nehme ich mal Corolones. Nee, Corolins heißt glaube ich. Oder Corolines. Bin ich mir nicht sicher. Dann könnt ihr auswählen, ob ihr eine Katze habt, eine Glühbirne oder hier, ne? Saurons Auge oder den Roadrunner, ich nehme immer die Glühbirne, weil ich kein Defrikat-Mitglied bin und kein Too Fast, aber allgemein, weil es mir so besser gefällt. Und dann habe ich mir auch noch einen Ton reingemacht, den Roadrunner, damit ich das auch höre, wenn ich mal zum Beispiel kurz weggucke vom Bildschirm und ich sehe gar nicht, dass ich aufgedeckt bin, dann höre ich das auch. So, Fadenkreuz, könnt ihr entweder das Standard nehmen oder das von Jimbo. Das müsst ihr aber selbst wissen, wie ihr euch das optimiert. Dann Schwenkbereichszeiger, das sind diese zwei Striche, damit ihr seht, wie weit könnt ihr eure Kanonen noch neigen. Das hilft vor allem bei Panzer zerstören, also Tank Destroyern und Artillerien. Zoom-Mod ist, dass man im Quatsch. So, da, wo war ich jetzt? Da. Dass man im Zielmodus ist, dass man weiter reinzoomen kann. Oder im allgemeinen Modus, dass man weiter rauszoomen kann. So.
Dann hier noch allgemeines Zeug. Damage Panel und Turm beim Feuer habe ich an. Info Panel, das ist dann, dass man hier dann immer sieht, welchen Panzer man vor sich hat, wie viel Panzerwerte, wie viel Millimeter, wie viel Schaden, Nachladezeit und so weiter. Dann habe ich hier noch Garagenmods, da ist aber in 9.0 zurzeit nicht drin. Da kann man sich noch eine Uhr reinmachen. Gefechtsmods, das ist einfach hier so allgemeine Sachen. Damage-Decke da oben, dieses Ding, von wo der Schuss kam. Größere Munitionsanzeige, sieht dann unten, stehen da noch die Zahlen drin, wie viele Schuss man noch hat. Das habe ich noch nie wirklich gemerkt, was es ist. Das erweiterte Radialmenü ist, wenn ihr Y drückt, dass man hier folge mir, lass zusammen angreifen, dass ihr deshalb mehr Chatmöglichkeiten habt. Wenn ihr nachladet, schreibt auch die Koordinaten in den Chat und exakt wie lange ihr noch nachlädt, wenn man F8 drückt. So, das habe ich jetzt ausgemacht, weil ich keinen Bock habe, dass mein Account irgendwie komplett gesperrt wird, weil ich mir nicht sicher bin, ob das noch erlaubt ist. Das heißt, tote Panzerwracks sind dann weiß oder gelb. Da, wenn ihr euch eure eigene Zusammenstellung gemacht habt, geht ihr auch weiter und installiert das Ganze. Ich breche das jetzt ab, weil ich natürlich schon alles drin habe. So, dann kann man nochmal die Premium verklickt. So, kann man hier mal nochmal auf Diklovid so, hier, Account. Also hier, ihr müsst auf diesen Link gehen. Das ist nochmal auf der Seite. Hier. Auf diese Seite, um eure Statistiken zu aktualisieren. Da meldet ihr euch ganz normal an mit eurem Account. Das läuft über die WoT-Website. Keine Angst vor Hackern, das ist ganz normal. XFM läuft sowieso über die World of Tanks Server selbst. Und dann geht ihr auf Activate und ich mache jetzt einmal Prolong, weil das geht dann immer für 14 Tage und ich mache dann das. So, jetzt habe ich wieder 14 Tage, weil ihr müsst dann hier rechts auch sehen, wenn ihr im Spiel drin seid, dass er inaktiv oder aktiv steht. Jetzt müsst ihr bei mir nämlich aktiv stehen. So. Das war es dann soweit zum XVM. Falls ihr noch Fragen habt, einfach mal eine PN schreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, raus. Und guckt euch bitte das Let's Play Nummer 10 an. Das ist eine richtig geile Runde. Und wir sehen uns dann mal. Vielleicht habe ich auch mal vor, wenn es ein paar mehr Abos gibt oder falls ich jetzt schon mal angefragt werde, mal ein Let's Play Together mit euch zu machen. Oder wenn genug Leute kommen, mal eine Übung und das Ganze mal aufzunehmen, um halt mich schon mal ein bisschen mit den Abos selbst zu beschäftigen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, haut raus.